Erik Engelhardt, Ihr letztes Spiel im Stadion der Freundschaft. Mit welchen Gefühlen sind Sie heute ins Spiel gegangen und vor allen Dingen gehen Sie jetzt wieder raus aus dem Stadion? Ja, ich denke, in allererster Linie ist erstmal Dankbarkeit, dass ich jedes Jahr spielen durfte, dass die Fans mich so gut aufgenommen haben, jetzt auch am Ende. Ist nicht selbstverständlich, es war sehr emotional. Ich musste kämpfen mit den Tränen, aber es war einfach echt ein toller Abschluss und wir haben jetzt noch ein Spiel. Nächstes Wochenende im Landespokal und das wollen wir auch noch gewinnen auf jeden Fall. Von daher, das letzte Spiel hier im Stadion war echt emotional, war Top-Kulisse, auch von den Gegnern und viele Zuschauer da, es war echt schön. Von daher, alles in allem, echt ein gelungener Abschluss hier. Wie haben Sie denn den Moment der Auswechslung wahrgenommen? Also wenn man es von oben gesehen hat, die Spieler sind alle auf Sie zugekommen, wie war das für Sie? Ja, es war unbeschreiblich. Vor der Kulisse und dann kamen die ganzen Spieler zu mir. Ich denke, wir haben da echt eine gute Basis aufgebaut in diesem Jahr. Hat echt riesen Spaß gemacht mit den Jungs. Ist keiner dabei, der aus der Reihe tanzt. Sind alles Top-Jungs. Ich wünsche jedem da nur das Beste, dass all deren Träume in Erfüllung gehen und dass nächstes Jahr hier die Bude abgerissen wird. Wie hat Sie denn dieses eine Jahr in Cottbus jetzt auch persönlich vorangebracht, fußballerisch? Fußballerisch auf jeden Fall top. Ich hab viel gespielt, habe viel Spielzeit bekommen vom Trainer. Auch das Vertrauen das ganze Jahr über, auch wenn es mal nicht so lief. Von daher war es für mich echt ein besseren Schritt, konnte ich nicht machen, meine Karriere. Fußballerisch war auch das schönste Jahr, glaube ich, weil ich hatte so viele tolle Momente mit der Mannschaft, mit den ganzen Jungs. Von daher, das Jahr kann mir keiner mehr nehmen. Es wird für immer für mich bleiben und ja, ich freue mich. Wie groß ist jetzt die Motivation für das letzte Spiel? Man kann fast sagen, das wichtigste Spiel der Saison am kommenden Samstag. Ja, die Motivation ist groß. Ich denke, wir genießen jetzt erstmal den Saisonabschluss und ab Dienstag geht es wieder weiter. Dann 100% konzentrieren wir uns auf Krischow. Die dürfen wir aber auch nicht unterschätzen. Ist ein ekliger Gegner, jeder weiß das ja. Von daher, wir bereiten uns richtig gut vor, sind auch voll fokussiert, nochmal das Spiel da anzugehen und wir wollen unbedingt da in den DFB-Pokal. Von daher geben wir Vollgas.